Himmelarsch und Zwirn, lasst euch impfen, sonst knallt. Ne? Zum Thema Impfung kann ich nur sagen, ist ganz wichtig, ganz wichtig. Und alle, die sich, diese Querdenker und wie sie alle heißen, Leute, es ist für andere. Und seid nicht so egoistisch. Nur ich will nicht, ich kann nicht und ich muss gar nicht. Seid für die anderen da. Ohne Impfung geht es momentan nicht, nicht. Wir haben damals alle Masernimpfung hier. Da wurde ja nicht gefragt. Und wir sind immer noch da. Also meckert nicht rum, lasst euch impfen. Verdammt nochmal. So. Und jetzt. So, Impfung. Etwa letztes Jahr, etwas früher. Da ist er. Jetzt impft Zander. Guten Tag. Ich impfe heute, ja. Wer nicht, der hier, der kriegt was auf den Kopf. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn? Mir geht's gut. Ist alles gut? Dir auch, ja? Ja, Mensch. Hallo. Schön, ja. Ich bin doppelt geimpft, nee, vierfach glaube ich. Also, vierfach? Ja, deswegen kann ich auch sehr nicht bei der Holzer reizen. So viel Hände gegeben. Ja. Ja, ich habe ja, es war sehr anstrengend. Natürlich unser Punkt, also unser Fernsehturm. Und eine Riesenschlange, das hörte nicht auf. Ich will nur sagen, wer zweifelt, es zweifeln alle. Zweifeln alle. Es muss erst wehtun. Erst wenn es wehtut, dann weiß man Bescheid. Ne? Und wenn ihr euch nicht jetzt impfen lasst, ja, dann kriegt ihr auch nichts zu essen. Und siehe da, plötzlich. Ja. Also manche müssen wirklich so angesprochen werden, weil viele meckern rum. Und es ist sehr egoistisch, wenn man sich nicht impfen lässt. Dafür hat mein Arzt gesorgt. Nein, ich meine, früher wurde gar nicht gefragt, aber jetzt wird rumgefragt, nee, das nee, muss abwarten, ja, auf was? Bin ich der Vater tot, muss ich abwarten? Obwohl, das kann jeder, der die Impfspritze setzen, ist nicht schwierig. Ja, eigentlich, aber man muss die Personalien und so weiter. Ja, klar. Sag mal, impft ihr denn auch? Ja, ich weiß ja nicht, ob ich heute noch ankomme. Also, ich habe mich unangenehm geimpft.